Ich rufe diesen Rat zur Ordnung auf. Möge die schreckliche Tragödie, die über uns gekommen ist, jenen als Warnung dienen, die dem Mandat dieses Amtes trotzen. Sebastian Mallory verlor sein Leben nicht im Kampf gegen die Halbblüter. Nein. Er wurde Opfer seiner eigenen, unbedachten Handlungen und der Nachlässigkeit jener, die einen Eid auf ihre Pflicht und Opferbereitschaft geleistet haben. Und zu welchem Zweck? Lord Kanzler, ich muss... Öffentliche Gebäude zerstört! Unschuldige Menschen in Gefahr! Unschätzbarer Schaden am Eigentum der Vereintes Indien-Kompanie! Nur durch die Gnade der Vorsehung konnte eine größere Katastrophe abgewendet werden. All dies und nicht ein einziger Rebell wurde inhaftiert. Im Gegenteil. Durch ihr Handeln könnten die fraglichen Ritter dem Feind einen großen Dienst erwiesen haben. Der Lord Kanzler spricht vielleicht ein wenig zu barsch. Er täte gut daran, sich zu erinnern, dass Sir Percival wertvolle Beweise für den Einsatz der Rebellen... Indizienbeweise, reine Spekulation. All dies mündete in einem erbärmlichen Desaster. Ich will nichts mehr davon hören. Mit Verlaub, Lord Kanzler. Setzen Sie sich, Sir Galahad. Mit Verlaub. Auch ich habe einen Freund verloren. Mehr als einen Freund. Ein Bruder. Es ist falsch, seinen Namen derart zu besudeln. Sie bewegen sich am Rande der Insubordination, Ritter. Ich bin mir meiner Verantwortung in dieser Affäre durchaus bewusst. Doch wenn die gleichen Umstände noch einmal eintreten, würde ich wieder genauso handeln. Wie Mallory es wollte. Mein Lord! Sirs! Die Rebellen haben Lord Hastings Kutsche überfallen. Er sitzt mit seiner Eskorte auf der Westminster Bridge fest. Alle Ritter zu den Waffen! Schützt Lord Hastings! Löschen wir diese gottlosen Rebellen aus! Sir Galahad! Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jemand wird Sebastian Mallorys Tod verantworten müssen. Verlassen Sie sich drauf. Bewaffnet euch und geht in Verteidigungsstellung auf der Brücke. Galahad, auf deinen Befehl. Los geht's. Sir Galahad, die Kutsche mit Lord Hastings wurde mitten auf der Brücke angegriffen. Wir wissen nicht, ob jemand überlebt hat. Lieutenant Egrain Percival, kommt mit! Hastings könnte noch am Leben sein. Wir müssen zu ihm! Granate! Verdammt!
erledigt. Klar, dieser Teil der Brücke gehört wieder uns. Schnell, wir müssen Lord Hastings bergen. Wir müssen Hastings rausholen. Ich gebe Deckung. Lucan, Egrain, auf mein Zeichen. Zieh den raus, wenn ich anhebe. Verstanden. Bereit? Jetzt! Wir haben ihn! Alle Mann zurück zum Palast! Gray, wo gehst du hin? Ich bringe es zu Ende. Jetzt ist nicht die Zeit für Rache. Komm wieder zu dir. Gray, halt! Verdammt! Verdammt! Verfluchter Mist! Hey, ihr beide! Ich brauche einen hier und den anderen rechts! Na los, Beeilung! Sentinel 3, ich brauche Luftunterstützung. Wir nähern uns Ihrer Position, Sir Galahad. Bestätigt. Rechter voraus, erledigt ihn!
Verdammt! Er ist direkt bei mir! Die Rebellen ziehen sich zurück. Die Armee ist unterwegs. Sie werden die Bedrohung eindämmen. Scheiß auf die Armee. Das ist mein Kampf. Er hat unsere Kanone! Sir Galahad, wir sind sicher, dass sie die Verfolgung aufgeben. Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Sag's mir! Sag's mir! Whitechapel. Order! Wo ist Sir Galahad? Lady Igraine. Sir Galahad ist beim östlichen Ende der Brücke. Bleiben Sie an ihm dran, bis wir bei ihm sind. Wow, 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 wow. Echt? Halt! Wirtschaft! Ein Drink! Ein Drink, verdammt nochmal! Absinth! Zum Vergessen.
Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Weder noch. Ich habe nur auf dich gewartet. Und? Ich brauche Antworten. Antworten? Haben Sie deshalb meine Männer getötet? Der Tod folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste. Sie müssen entschuldigen, wenn mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich taub. Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Abnahatari Nechikaro. Devi. Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Kamekele Chordo, Kamekele Bad Kerenge, Blakoke Kam Kelihejao. Akahukumurani. Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen Sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin! Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam. Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein. Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Tod, Ritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns, einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt ihre Geheimnisse, selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall-Werft. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben recht. Um Ihretwillen. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall-Werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem, Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden.
Ray, was für ein Spiel spielst du? Nicht sein. Was wissen Sie über die Rheinblüter? Die Vorfahren der Halbblüter? Ein uraltes Volk, in diesen unnatürlichen Zustand geboren. Nicht verwandelt wie die meisten. Sie sind nicht ausgestorben. Sie sollten nicht in der Vergangenheit von ihnen sprechen. Sie sind unter uns. Die Stützstruktur ist eingestürzt. Hier! Oh, wie ritterlich! Hanse gegen sie gekämpft. Die Vereintes Indien-Kompanie ist ihr Vertreter. Wenn Sie so sicher sind, zeigen Sie mir Beweise. Das Tunnelsystem dehnt sich aus. Zusammen müssten wir das bewegen können. Ich bin soweit. Da ist der Ausgang. Halt. Hier ist jemand. Arbeite. Still. Gehen wir weiter. Schnell, in Deckung! Wer ist da? Das hier ist Privatbesitz. Oh, ich wusste es doch. Hab mich in den Tunnel verirrt. Wer sind Sie? Ein weiterer Verirrter in dieser höllischen Stadt, wie mir scheint. Dürfte ich wohl fragen, wo bin ich? Blackwall Werft, Vereintes Indien Docks. Oh, definitiv nicht, wo ich dachte. Tja, gehen Sie dahin zurück, wo Sie herkommen. Zurück durch die Tunnel? Wäre doch vielleicht einfacher, die Straße zu nehmen, finden Sie nicht? Hauen Sie ab, los! Keine Sorge, er ruht sich nur aus. Obwohl ihm sein Kopf wohl noch etwas wehtun wird. Sehen Sie, da ist die Straße. Die Stadt baut das Flussufer aus. Hier ist ein Weichenstellhebel für die Gleise.
Helfen Sie mir mal. Bereit.